Gespräche in der EU zur Bewältigung der Flüchtlingskrise hören wir die Kollegin Hoftreiber. Leute, wir müssen unseren Worten endlich Worte folgen lassen. Und das versuchen wir doch schon die ganze Zeit, oder? Wer versucht hier was? Ich nicht. Habt ihr was versucht? Ich habe auch nichts versucht, habe aber immerhin die nervige Presse unter den Tisch gelabert, damit die Scheißfragerei aufhört. Ich weiß was, wir könnten alle Flüchtlinge bei uns aufnehmen und dafür alle Nazis ausweisen tun. Die Frau hat recht, das kommt zahlenmäßig ungefähr genau auf das Gleiche raus. Wer soll denn die ganzen arbeitslosen Ossis nehmen? Psychopathen haben die anderen Länder doch genauso selber genug. Deshalb tauschen wir erstmal die Nazis von uns weg, die studiert und eigene Eigenheime haben. Richtig! Es sind immer noch ein paar hunderttausend. Genial, weil bei denen sieht man auch nicht gleich, dass die rassistische Arschlöcher sind. Außer man hat die Arschlöcher als Facebook-Freunde. Und wie sollen wir den Nazis das schmackhaft machen? Wir sagen denen einfach, dass sie in ein Land rauswandern dürfen, wo es bald gar keine Ausländer mehr gibt. Und wo soll das sein? Na, Syrien, das ist doch schon fast leer. Ich freue mich so, ich wollte immer schon mal nach Syrien. Gute Reise! Alle, die hier bleiben, treffen sich um 16 Uhr zum Schnürsenkel-Einführungskurs in der Springerstiefel-Neuversohlungsschusterei der Klapsmühle Königs Wusterhausen. Wiederhören!